Holz gibt beim Verbrennen auch wohltuende Wärme ab. Ein Lagerfeuer zum Aufwärmen, schätzen diese Pfadfinder. Steck deine Streichhölzer ein und vergiss sie nächstes Mal nicht wieder. Das Material verbrennt und wird allmählich zu Asche. Da gibt es aber auch Stoffe, die unbrennbar und flüssig sind, wie das Wasser des kleinen Bergbaches. Und sogar welche, die unsichtbar sind, wie die Luft. Viele Jahrhunderte lang galten solche Phänomene bei den Menschen als Wunder der Natur, denn keiner konnte sie erklären. Erst als Niels Bohr, ein dänischer Physiker, das Atommodell Rutherfords verbesserte, fand man auch Erklärungen für die Ursachen chemischer Reaktionen. Bohr nahm an, dass sich die Elektronen um den Atomkern nur auf ganz bestimmten Bahnen bewegen können. Er bezeichnete diese als Elektronenschalen. Da die umlaufenden Elektronen elektrisch negativ sind, werden sie von dem positiv geladenen Kern angezogen und bleiben in seiner Nähe. Ein positiv geladener Kern, umgeben von Elektronen, die sich in gewissen Schalen um ihn bewegen, das ist alles, woraus ein Atom besteht. Bei passender Anzahl von Elektronen wird durch deren negative Ladung die positive des Kerns gerade ausgeglichen. Das Atom ist damit elektrisch neutral. Je weiter eine Schale vom Atomkern entfernt ist, desto mehr Elektronen können auf ihr um den Kern kreisen. Jede Schale kann allerdings nur eine bestimmte Höchstzahl an Elektronen aufnehmen. Die äußerste Schale der Atome ist höchstens mit 8 Elektronen besetzt. Jede Schale entspricht einem gewissen Energiezustand des Atoms. Ein Beispiel. Das kleinste und von allen Elementen am einfachsten gebaute Atom besitzt der Wasserstoff. Wasserstoff wird verwendet als umweltfreundlicher Brenn- und Treibstoff. Busse, angetrieben von Wasserstoffgas, fahren heute im Versuchsbetrieb durch so manche Stadt. Ihr Vorteil: bei der Verbrennung des Gases im Motor entsteht lediglich Wasserdampf und nicht wie bei anderen Fahrzeugen, die Benzin als Treibstoff nutzen, ein Abgascocktail aus Kohlendioxid und Stickoxiden. Wer mit Wasserstoff fahren will, ist auf spezielle Tankstellen angewiesen. Das Fahrzeug wird mit Flüssigwasserstoff betankt. Bei einer Temperatur von minus 253 Grad Celsius ist Wasserstoff flüssig. Seine Atome sind dann dichter zusammengepackt als normalerweise im Wasserstoffgas. Trotz einer bereits mehrjährigen Versuchsphase sind solche Fahrzeuge aber heute immer noch die Ausnahme. Ein Trick veranschaulicht den Bau des Wasserstoffatoms. Der Kern eines Wasserstoffatoms. Chemiker bezeichnen ihn mit H, nach dem lateinischen Wort für Hydrogenium. Er besteht in der Regel nur aus einem Proton, einem elektrisch positiv geladenen Teilchen. Die Protonenzahl des Kerns ist 1. Diese Zahl ist typisch für ein Wasserstoffatom. Außerdem gibt es, wenn auch sehr selten, Wasserstoffkerne, in denen das Proton mit einem Neutron verbunden ist. Das Proton und das Neutron zusammen sind sogenannte Nukleonen. Die Gesamtzahl der Nukleonen im Kern ist hier 2. Die Nukleonenzahl bei dem einfacheren Kern dagegen ist 1. Er besteht ja nur aus einem einzigen Nukleon. Im Wasserstoff kommen diese beiden Kerntypen nebeneinander vor. Man bezeichnet sie als Isotope des Wasserstoffs. Bei Normaltemperatur ist Wasserstoff ein Gas. Es ist leichter als Luft und wird deshalb auch von Meteorologen genutzt, für solche Ballons. Diese mit Wasserstoff gefüllten Flugobjekte steigen in die Höhe und bringen Messsonden in unsere Atmosphäre, die dann Wetterdaten zur Erde funken. Stoffe aus lauter gleichen Atomen wie Wasserstoff zählen zu den Elementen. Aber auch Gold, Silber, Kupfer, Kohlenstoff und Helium rechnet man dazu. Doch nur wenige Stoffe kommen in der Natur elementar vor, so wie die Kohle unter Tage in den Bergwerken. Oder das seltene Gold in Alaska im Flusssand. Viel Sand muss der Goldsucher waschen, bis er einige wenige Goldkrümel findet. Die Atome des Edelmetalls sind so stabil gebaut, dass sie mit anderen Elementen in der Regel nicht reagieren und deshalb elementar vorkommen.
ein Goldbarren im Modell. Häufiger als Gold kann man das Element Schwefel in der Natur vorfinden, beispielsweise hier auf der Insel Stromboli im Gestein. Sein besonderes Kennzeichen, seine gelbe Farbe und die nadelförmige Struktur. Diese Schwefelnadeln entstehen aus vielen gleichartigen Schwefelatomen. Ein Element, das natürlicherweise in Spuren in der Luft vorkommt, ist in solchen Druckgasflaschen im Handel, das Helium. Auch dieses Element eignet sich wie Wasserstoff als Ballongas. Helium gilt als Edelgas. Es reagiert nicht mit anderen Stoffen und ist deshalb auch nicht brennbar. Daher ist es wesentlich ungefährlicher als das Wasserstoffgas. Die Kinder befestigen Karten mit ihren Absendern und hoffen, dass die Ballons damit möglichst weit fliegen werden. Nicht selten werden die Absenderkarten in weiter Ferne vom Standort gefunden, denn so ein Ballon kann schon mal mehrere hundert Kilometer zurücklegen. So ein Ballonstart ist für Kinder deshalb spannend. Heliumatome sind schwerer als Wasserstoffatome. Das liegt am Aufbau ihrer Kerne. Der Kern eines Heliumatoms, kurz HI bezeichnet, enthält zwei Protonen und dazu zwei Neutronen, also insgesamt vier Nukleonen. Auch von diesem Element kommen verschiedene Isotope vor. Manche Heliumkerne enthalten außer den zwei Protonen nur ein Neutron, also insgesamt drei Nukleonen. Auf jeden Fall aber besitzt ein Heliumkern stets zwei Protonen. Diese Protonenzahl ist das Kennzeichen für ein Heliumatom. Nachdem die Atomforscher im Lauf der Jahrhunderte das Prinzip vom Aufbau der Materie zu erklären wussten, versuchten sie, Ordnung in die Vielfalt der Elemente zu bringen. Es waren die Chemiker Lothar Meyer und Dmitri Mendelejew, die im 19. Jahrhundert sämtliche zu dieser Zeit bekannten Elemente ordneten. Als Ordnungsprinzip wählten sie die Atommassen der Elemente und erstellten ein Periodensystem. Die Abkürzungen entsprachen damals, wie auch heute in unserem modernen Periodensystem, den lateinischen Namen der Elemente. Maßgebend für die Stellung der Elemente aber ist heute nicht mehr wie früher die Masse. Heute ist es die Kernladungszahl der Elemente, also die Anzahl der Protonen im Kern. Diese Zahl, die zugleich der Platzziffer bzw. der Ordnungszahl entspricht, findet man jeweils vor dem Elementsymbol. Auf Platz 1 Wasserstoff mit einem Proton im Kern, umgeben von einem Elektron. Seine Kernladung ist 1, deshalb steht er auch an der ersten Stelle dieses Systems. Ein Heliumkern besitzt zwei Protonen im Kern und zwei Elektronen in der Hülle. Die Kernladungszahl beträgt 2, deshalb auf Platz 2. Auf Platz 3 steht Lithium mit drei Protonen im Kern. Und damit ist auch seine Kernladungszahl 3, dazu 3 Elektronen in der Hülle. Beryllium 4. Bor 5. Kohlenstoff 6. Stickstoff 7. Sauerstoff 8. Fluor 9. Neon 10. In der Reihe von Lithium zu Neon kommen von Element zu Element im Kern also jeweils ein Proton und in der äußersten Schale jeweils ein Elektron dazu. Mit 8 Außenelektronen gilt der Zustand im Edelgas Neon als besonders stabil.